2019. Die Jugend demonstriert auf den Straßen. Die Mächtigen befinden sich in entscheidenden Beratungen. Der Klimaschutz ist auf der Weltbühne angekommen. Eines der großen Themen ist unsere Mobilität. Derzeit ist der individualisierte Automobilverkehr noch selbstverständlich. Nähert sich eine jahrzehntelange Praxis dem Ende? Na, Papa, guck mal, Tiger. Boah, jo. Ach, das ist so, glaube ich, jetzt mal. Weil in den Autos ein Fernseher. Ach. Fällt mir. Wir, die Happy Few, haben die Beziehung zwischen den heute lebenden Menschen und ihren Automobilen untersucht und dokumentiert. Wir stellen die Frage, ist diese Beziehung Liebe, Gewohnheit oder gar eine unveränderbare Notwendigkeit? Antworten auf diese Fragen seht ihr jetzt. Es war einmal in Westdeutschland. Deutschland ohne die Autoindustrie, das wäre wie... Ja, wie die Pleite. Ich kann es mir nicht ohne vorstellen. Ja, das wäre wirtschaftlich, glaube ich, im Moment katastrophal. Wie ein Pommes ohne Mayonnaise. Eigentlich gibt es zu viele Autos, aber ohne Auto kann man doch irgendwo nicht leben.